Wer bist du und was machst du hier? Wer willst mit mir schmusen oder was? Wer bist du und was machst du hier? Hörst du mich? Junge, 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 wer bist du? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich bin aufgewacht. Das ist ja, verstehe. Dann gehen wir ganz schnell hier raus hier. Komm mit dir. Sag mal. Hallo. Du nichts verstehen oder was? Mitkommen, Kollege. Ganz einfache Geschichte. Wenn du mich nicht verstehst und meinst, hier Hampelmann zu machen, ist gar kein Problem, Kollege. Dann fühl dich auch selber mit raus. Ist ja gar kein Problem. Mal hier durchgehen. Wunderbar. So, setz ich dich mal kurz hier ab hier wieder. Zack. Oh, ja gut. Alright. So, wunderbar. Problem beseitigt. Nächster. Jo, was geht? Ich bin noch mit Sparta gerade am alles gut. Handwerken. Alles gut. Oha. Und guck mal hier. Jesus Maria. Kassenbereich, wo der jemand von der anderen Seite abkassieren kann. Geil. Weißt du, wie mich da, Dachboden hier erinnert? Also das Dach da oben. Die Decke. Wo dran? Hab ich immer so ein Gefühl, als wenn ich bei irgendeinem Fremden aus dem Norden im Schlafzimmer wäre. Weißt du, was ich meine? Aber willst du mich eigentlich verarschen? Lass meine Karre in Ruhe, ey. Hallo? Was denn? Warum trittst du auf meine nagelneue Karre? Ach so, ist das dein Auto? Ja, nee, natürlich ist das mein Auto. Wem denn sonst? Horst Werner oder was? Das ist dein Auto. Ja, das ist mein Auto, Junge. Hallo? Ja, ist ein schönes Auto. Ja, ich weiß. Was? Du kleiner Wichser. Du hast selber da gegen. Alte Fresse, Mann. Hör auf jetzt. Hey, Jungs, wisst ihr, was ich richtig geil finde? Ja, mich. Wir haben jetzt zwei Türen. Ja, dich finde ich auch geil. Ja. Aber wir haben einen Ausgang, also wir haben einen Eingang und einen Ausgang, Jungs. Wo ist der Ausgang? Komm mit. Hinten, oder was? Ja, komm mal mit, komm mit. Ah, guck mal, hier haben wir den Eingang. Hier haben wir den Eingang. Und hier haben wir den Ausgang. Geil. Bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Personal. Ja, der Kassenbereich ist auch sehr gut hier. Wie gesagt, dann können wir hier jemanden hinstellen. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall definitiv mehr Sicherheitspersonal. Du musst hier einige Leute hier hinstellen. Das wird auf jeden Fall ein Fakt so sein. Scotty, Danny, nehmt euch ein Auto, fahrt bitte ein bisschen rum, guckt mal bitte, ob ihr fähige Männer findet bezüglich Sicherheit, ob die Bock drauf haben. Wenn ja, bringt die hin. Wenn wir das Ganze hier drin. Oh, guck mal, da können wir sogar jetzt ab. Nice. Oha. Voila. Nice. Ja, das sieht auch sehr gut aus hier. Den Raum brauchen wir auf jeden Fall, den weinen wir heute ein. Schlitzig, wenn er so kompakt ist, dann die Säge anzuknallen. Guck mal, Playboy. Extra für dich gemacht. Das war gestern. Tut mir leid, ich musste schon mal üben. Weißt du, ich habe eine neue Säge gekauft, ich wollte gucken, ob die funktioniert. Super. Sehr geil. Gut gemacht. Ich bin gefreut hier mit dem Werkzeug und so. Das ist ein schöner Raum hier. Oh ja, Digga. Kann man sehr gut gebrauchen. Hier werde ich richtig Spaß haben, Digga. Das glaube ich dir. Da werde ich richtig viel Spaß haben. Kannst deine Fantasien ausleben, Junge. Mhm. Und mit dir fangen wir jetzt an, Hände hoch. Jetzt übertreibt euch schon wieder nicht. Mein Gott, Junge. Geldautomat ist jetzt hier unten, wie man ja da vorne sieht. Ja. Wenn die Leute hier spielen und verlieren, geht das auf unser Konto direkt ein. Aber im Umkehrschluss, wenn jemand gewinnt, geht das auch von unserem Konto ab, ne? Ja, aber wir machen auf jeden Fall immer Plus. Ja gut, da die meisten hier verlieren, ist ja alles in Ordnung. Genau. Ja, mich ärgert bloß, dass Big Soße, der die Flachpfeife, als das noch nicht funktioniert hat, 20 Millionen verzockt hat. Davon haben wir nichts gehabt. Ja, da hast du recht. Ja. Hamza hat auch einiges verzockt hier. Der saß den ganzen Abend. Alter. Wir konnten den sogar alleine lassen. Einfach sind Stunden später wiedergekommen, da saß er immer noch. Ja. Ernsthaft? Ja. Er war nur am Suchten hier. Er hat 7 Millionen verloren. Er hat auch alles verloren. Exakt, wie es ist, Alter. Da wären wir wirklich schon Multimillionäre. Okay, wer will anfangen? Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal an bei den Anrufen. Deshalb ergreife ich jetzt einfach mal das Wort. Aber ich sage mal erstmal. Also sag mal erstmal, wie es überhaupt zustande gekommen ist, wo wir davor waren und was wir gemacht haben. Gestern haben wir natürlich, dadurch, dass hier kleine Probleme schon waren, haben wir gestern einen ganz softigen gemacht. Haben einfach ein bisschen zusammen als Gruppe ein bisschen Action am Pier gemacht. Mhm. Sind Richtung JVA gefahren, wollten da noch ein bisschen Gaudi machen und dann kam auf einmal Anrufe reingeflattert. Aber auch nicht wenig. Da haben auf einmal die Stripperin haben angerufen, Kalle hat angerufen, das ging hier drunter und drüber bei Kevin und mir auf der Handy. Mhm. Da sind wir rangegangen und da haben sie alle dasselbe gesagt. Wir sollen bitte um 0.30 Uhr im Casino erscheinen, Marcel Heeres möchte mit uns. Und da waren wir auf dem Weg Richtung Justiz, weil wir da uns verstecken wollten, weil wir da ein bisschen Langeweile hatten wegen dem Laden und wollten da ein bisschen spielen, sind mit dem ganzen Team dahin gefahren. So, und dann hat Playboy hat den Braten gerochen, so dass da irgendwas faul ist an der Nummer. Und ich dachte mir, gut, Alter, Olle Olaf ist nicht da. Wenn jetzt Kevin und Dick da erscheinen, ich hab schon gesehen, wie einer von uns beide eine Knarre an den Kopf bekommt. Und jetzt kannst du dich fragen, von wem?
So. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, ergreift alle das Wort und erzählt, was da abgelaufen ist. Also, genau. Marcel Heeres kam gestern am Stadtpark auf mich zu und meinte, dass er, wie gesagt, diese Besprechung da abhalten würde und hat mich gefragt, wer alles von uns im Club heute da ist und wer mit dabei sein könnte. Ja, habe ja. Hab ich nicht gesagt, etc. pp. Dann haben wir uns da getroffen. Ja, Playboy und Kevin konnten ja leider gerade da nicht. Und dann sind wir hoch aufs Casino-Dach. Und nicht nur ich, sondern da war Norbert dabei, der nichts damit zu tun hat. Da war dieser, wie heißt dieser Typ nochmal? Dieser Mexikaner? Bargado. Genau, Bargada oder wie der heißt, der war mit dabei, okay. Der auch nichts damit zu tun hat mit dem Club. Und noch zwei andere und Catalina. Und Steffi. So. Dann sagte Marcel Heeres, ja, von wegen, hat er mich gefragt, wie sieht's aus, Kalle? Seid ihr im Casino-Geschäft? Da habe ich gesagt, aktuell noch nicht, weil unser Laden ja noch im Umbau ist. Aber so wie ich das ja auch von dir gehört hatte, hast du das ja vorgehabt, Olaf. So habe ich das auch gesagt. Und dann meinte er, alles klar. Er meinte, er hätte mit dir gesprochen. Und für ihn ist es ganz klar, weil er der Casino-Besitzer ist hier in der Stadt, hast du ihm vom Club aus 60-40 deine Einnahmen ihm zu geben. Sprich, 60% ihm, 40% würden dir zustehen. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren, angeblich. Und er möchte jeden Sonntag die 60% von deinen Einnahmen hier aus dem Club haben. Ansonsten werden von Mitarbeitern oder sonst wem Finger abgeschnitten etc. pp. Das Ganze habe ich ganz klar als Drohung erfasst. Ganz klare Drohung. Habe ihn dann aber auch nochmal gefragt. Ich bin ganz ruhig geblieben in der Situation. Komplett ruhig. Habe ihm auch gesagt, ich so, Marcel, du hast doch gerade gesagt, dass du ein freundschaftliches Verhältnis hast zu Olaf. Und jetzt sagst du mir sowas. Dann meinte er, ja, Freundschaft ja, aber Business ist was anderes. Da habe ich gedacht, okay. Weißt du, was er auf seinem Konto hat? Nee, weiß ich nicht. Ich habe es einmal gehört, 300 Millionen, oder? Er hat 300 Millionen auf seinem Konto vom Casino. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich weiß es aber. Okay. Auf jeden Fall hat er mir ganz klar gesagt, ich soll dir mitteilen, ganz klar, dass 60% der Einnahmen hier aus dem Club, dass du ihm die Einnahmen, dass du ihm die Einnahmen halt geben sollst, die 60%. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren, meinte er. Er will die jetzt jeden Sonntag haben. Ansonsten, ja, werden Finger abgeschnitten oder sonst was. Dazu muss ich noch sagen, als wir da oben hingekommen sind, in diesen Terrassenbereich, saß da ein Herr Breitenberg. Im Zuge dessen hat der Breitenberg genau das gemacht, was Marcel von ihm wollte. Als Beispiel hat er dann Norbert gekidnappt, der Breitenberg, und wollte Norbert umlegen. Das Ganze konnte ich aber zum Glück noch abwenden und konnte Norbert herausholen. Aber anscheinend ist dieser Breitenberg da, keine Ahnung, ein Schoßhündchen oder so, ich hab keine Ahnung. Für diesen Marcel. Und es waren sehr viele bewaffnete Männer dort vor Ort. Ich sage euch eins, Jungs. Ja. Diese ganze Scheiße hier haben wir uns aufgebaut für uns. Und eins kann ich euch sagen. Mir war schon klar, dass sowas kommt. Aber ich werde einen Teufel tun, um dem Schwanz 60% zu geben. Das genau. War auch unsere erste Intuition. Genau, ja. Genau das wollten wir auch. Dein Herz, mein Dicker. Also genau so. Gesagt. Am Ende werden wir die ganze Stadt hinter uns haben. Denn Heeres hasst hier jeder in der Stadt. Genau. So sieht's aus. Ola, ich wollte nur damit sagen, dass wir auf jeden Fall, und das haben Playboy, Kevin und ich gestern Abend auch nochmal bequatscht, lang und ausführlich, wir stehen hinter dir. Egal, wie du was du machen willst, wir sind da. Aber ich bin dir ganz ehrlich, ich hätte ihm am liebsten gestern, ohne Witz, ich hätte ihm am liebsten einfach gestern komplett den Kopf abgerissen, so wie arrogant er da saß. Und dann hat er auch noch so getan, als wenn er hier einen auf Schickimicki machen will oder keine Ahnung was, dann mit seiner schäbigen Käppi da rumsaß und große Fresse hatte. Und wie er vor allem, und da hat er mich am meisten aufgeregt, wie er einfach über dich geredet hat vor anderen Leuten. Vor allem, die noch nicht mal dabei waren. Einfach so, als wenn er, der hier, keine Ahnung was, Crocodile Dundee wäre von Dortmund. Rudi, ich bin der harte Rüssel. Gut, Rüssel, erzähl mir mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her, was hast du so gemacht? Ja, ich komme aus Frankfurt. Bevor ich hier eingereist bin, war ich in Frankfurt, hatte dort eine eigene Kneipe. Yeah. Das ist aber leider aufgrund von ein paar illegalen Spielchen schiefgegangen. Yeah. Und wo die Polizei mich da hops genommen hat, bin ich jetzt am Samstag hier in Dortmund angereist mit dem Zug. Am Samstag also. Ja, und versuche jetzt hier mein Glück. Hast du aufgemacht oder wie? Hab mich ein bisschen umgeschaut, war jetzt die letzten zwei Tage als Taxifahrer unterwegs. Das ist ganz angenehm, da lernt man Leute kennen, man lernt die Stadt kennen. Man kann sich ein bisschen umschauen. Ja, jetzt hat mich dann eben ein Kollege angesprochen, der Herr Fanboy, Farnberg, und hat mich gefragt, ob ich mir hier das vorstellen könnte. Und habe ich gesagt, klar, ich höre es mir mal an, warum nicht? Okay. Schon Erfahrung im Sicherheitsbereich? Hier in der Stadt jetzt noch nicht. Aber vorher, dadurch, dass ich da die Kneipe hatte, sollte das kein Problem sein.
Bist du jemand, der sich unterordnen kann? Ja, klar. Ja, klar. Okay. Wichtig. Bist du... wie alt bist du? 31. 31, okay. Schon mal vernünftiges Alter. Ist ja in Ordnung. Ja, denke ich auch. Gut. Ich kann mich vernünftig ausdrücken. Aber jobtechnisch bist du hier nirgendwo gebunden? Nee, das hatte der Herr Farnberg hat mir gesagt, ich soll mich sicherheitshalber schon mal arbeitslos melden. Mhm. Das habe ich dann auch sicherheitshalber gemacht. Man weiß ja nie. Ja, richtig. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Siehst du dich denn auch im Bereich Sicherheit? Ja, wie gesagt, wenn da Bedarf ist und... ja, stopp, nein. Nicht die Frage, ob da Bedarf ist. Ich frage dich, siehst du dich im Bereich Sicherheit? Klar, ich sehe mich als Sicherheitsmann für die Mädels, für die Tür. Ich kann den Eingang oder den Einlass kontrollieren. Das sind Sachen, klar, da sehe ich mich. Was machst du, wenn auf einmal jemand an der Tür dir eine Knarre an den Kopf fällt? Dann versuche ich das erstmal ruhig zu lösen. Wie machst du das? Ich würde das versuchen, mit Worten zu klären. Ich würde ihm sagen, hier, mein Freund, du bist hier Gast bei uns oder möchtest gerne Gast bei uns sein. Wenn du hier noch rein willst, dann solltest du die Waffe ganz schnell in dein Auto packen und ohne Waffe nochmal wiederkommen. Also ich denke mal, die Sicherheit der Mädels und der Gäste steht hier an oberster Stelle und hier sollte auch keiner mit irgendwelchen Waffen und Spitzengegenständen reinkommen. Ja. Was machst du, wenn jemand kommt und sagt, ey, Rüssel, Junge, ich geb dir 5 Millionen, wenn du mir einen der Jungs auslieferst? Keine Chance. Die Familie, beziehungsweise in dem Fall ist es ja auch der Arbeitgeber, steht für mich an erster Stelle. Okay. Was ist, wenn du scharf auf meine Position bist und dir jemand sagt, ey, wenn du das und das und das machst, hast du die Position vom Kalle? Weil ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, was ist deine erste Amtshandlung, die du dann machst? Ich würde mich ganz normal so weiterverhalten, wie ich das vorher auch getan habe. Wenn mich jemand in deiner Position sieht, dann wird er schon auf mich zukommen, einer von den obersten Herren, beziehungsweise der Geschäftsführer. Wenn er mich woanders sieht, vielleicht nicht mehr an der Tür, sondern eine Nummer höher, dann kann er zu mir kommen, kann mir das sagen, dann können wir darüber sprechen. Aber ich würde nicht an deinem Stuhl sägen. An keinem Stuhl. Ja, aber zu welcher Person gehst du als erstes? Meine Art. Zu dir, ich würde dir sagen, hier so und so, ich glaube, da sägt jemand an deinem Stuhl. Ja, sehr gut. Okay, Rudi Rüssel. Sag mal so, deine Argumentationslage gefällt mir. Das ist schön, das freut mich. Dein Auftritt gefällt mir auch. Ich denke, wir können das mit dir probieren. Sehr gerne. Wie gesagt, ich bin halt noch neu hier in der Stadt. Ist ja nicht so schlimm. So, das eine oder andere muss mir sicherlich noch erklärt und gezeigt werden. Bleib nur einen Moment hier sitzen. Ja, klar. Ne? Wenn du was zu trinken, essen brauchst, schrei. Alles gut, hab ich, danke. Wunderbar. Ich habe gerade mit Soße ein etwas längeres Gespräch gehabt. Ja. Wie du ja weißt, ist er auch etwas ziellos und orientierungslos aktuell in Dortmund. Ja. Und ich weiß, dass du der Security-Chef bist. Ja. Ich habe Soße vorgeschlagen, dass wenn er mal schauen möchte, ob das was für ihn ist, ja, auch Verantwortung zu übernehmen, Befehle entgegenzunehmen und nicht immer nur der Hitzkopf zu sein, dass er heute Abend bei unserer Eröffnung Sicherheitsmann sein kann. Ja. Das Ganze muss er aber mit dir besprechen. Deswegen würde ich einfach sagen, dass ihr hier kurz zusammen bleibt. Ja. Ein kleines Gespräch führt und entweder kommt ihr zusammen oder ihr kommt nicht zusammen. Alles klar, machen wir. Gut. Perfekt. Ja, was soll ich dir sagen? Hast du schon eine Erfahrung an der Tür? An der Tür? Leute rausschmeißen und sowas? Ja, geht ja nicht nur konkret um Leute rausschmeißen, sondern auch zu gucken, was für ein Klientel wir hier reinlassen, ne? Natürlich. Also, gut. Ihr habt ja gesagt, durchsuchen kann man ohne Kabelbänder. Das macht ja richtig Schmerzen auf jeden Fall weg. Ja. Ich hab ein, zwei Fragen, wenn ihr jetzt Waffen dabei habt. Ja. Abziehen oder sagen, weggehen oder wiederkommen, wenn du keinen hast. Genau, also wenn jemand in der Tür ist, du den nicht suchst und du siehst, dass er Waffen dabei hat, oder du fragst ihn natürlich erstmal vorher, ne, ist klar, ob er Waffen dabei hat. Du suchst ihn natürlich auch und wenn er Waffen dabei hat, soll er die bitte dementsprechend irgendwo verstauen in seinem Auto oder sonst was und dann kann er wiederkommen und dann wird er halt nochmal durchsucht. Also es kommen hier keine Leute mit Waffen rein. Niemand. Das ist doch eine ganz klare Vorgabe. Wie sieht's aus mit Drogen? Alles. Drogen, Waffen etc., auch Getränke etc. pp. Kommen hier nicht rein. Ne? Alles, weil wir wollen hier. Ja, keine Getränke. Ja, wir müssen schauen. Also, Olaf meinte, aber letztes Mal hatten wir leider keine Getränke, die wir anbieten konnten. Ja. Aus organisatorischen Gründen. Aber ich glaube, das wird sich für heute Abend, glaube ich, ändern. Ich bin mir ganz sicher. Also, müssen wir nachher nochmal nachfragen. Aber Stand jetzt erstmal nein. Aber wir werden es gleich nochmal mit Olaf besprechen. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was verdienen hier, ist ja klar. Wie gesagt, wichtig auch, schön ruhig bleiben an der Tür. Nicht provozieren lassen von irgendjemandem. Auch wenn du den kennst, wir haben auch schon gehört, dass du ein bisschen länger hier bist. Auch wenn du die Leute natürlich kennst, auch wenn das Freunde von dir sind, etc. pp. Mache ich auch. Wir müssen alle neutral hier behandeln. Ja? Aber wenn man schon merkt, dass einer auf Krawall gebürstet ist. Ja, dann kommt er nicht rein.
Okay. Ganz okay. Einfach. Also wie gesagt, wenn du da Bock drauf hast, können wir das machen. Ich hab da Bock drauf. Was ist das? Hast du gerade einen Zittring oder was? Lustig. Hast du einen Zittring oder was? Ich hab ADHS ein bisschen. Ja, ich merke das schon. Aber ich hoffe, dass du das heute Abend ablegen kannst an der Tür, Junge. Ja, das krieg ich hin. Ja, nicht, dass du die Leute nervös machst. Yeah. Ja gut, dann machen wir das so. Meine polnische Wurstgranate, wie geht's dir, Junge? Ja, meine kleine Krakauer, was ist los? Alles klar bei dir? Alles gut, oder was sagst du? Alles gut, na klar, alles super. Junge. Du bist jetzt hier bei uns, sagst du. Du ich bist weiß, jetzt hier rein, ich. Sagst du. Ich sag, ich wollte hier die Innensecurity machen, Indoor-Security. Ne? Indoor-Security. Ja, okay. Ganz genau, richtig. Drinnen, ich hab so warte das kurz. Gewisse... Der ist kurz scheißen. Weitergehen? Ja, kannst weiterreden. Ich habe so das gewisse Auge für Leute, die vielleicht potenzielle Stressmacher sind, ne? Und da die Kunden hier an erster Stelle stehen und die uns unsere Miete bezahlen, müssen wir dafür sorgen, dass hier alles glatt läuft drinnen, ne? Entschuldigung, ich will nicht stören, aber kannst du vielleicht leiser sprechen? Frage erst, Lucy, bist du aktuell arbeitslos? Ich bin arbeitslos, ja. Ich bin zwar bei einer Frag, aber da von der Seite aus ist das kein Problem. Ich habe da schon angesagt, dass ich nebenbei... Nein, ich frage dich, bist du arbeitslos? Das heißt, könnten wir dich einstellen? Ja, natürlich. Das heißt, wenn wir gleich ins Büro von Olaf gehen und er dich einstellen will, klappt das ohne Probleme? Na, ich weiß nicht, wie das mit der Frag aussieht. Ja, Junge, ist ob bei dir... Hast du bei dir im Handy unten links noch stehen deine Fraktion oder steht da arbeitslos? Da steht Fraktion noch. Ja, dann können wir dich nicht einstellen. Das heißt, das musst du auf jeden Fall vorher noch klären. Verstehst du? Ja, na gut, pass mal auf, Kalle. Ich bin ja heute erstmal hergekommen, um mir das alles anzuhören. Ich wusste ja gar nicht, worum das geht. Ich konnte ja nicht zu meiner Fraktion gehen und sagen, ich schaue jetzt hier ab, ohne zu wissen, ob das hier was wird, weißt du? Wenn ihr mir hier die Zusage gibt und sagt, ja, du kannst hier anfangen, dann kläre ich das bei meiner Fraktion. Aber wenn ich jetzt rausgehe und hier runterkomme und du zu mir sagst, pass auf, Lutzek, das wird nicht, dann habe ich doppelte Arschkarte. Ja, natürlich, natürlich. Deswegen muss ich erstmal wissen, woran ich bin. Und wenn ihr sagt, gut, das klappt, dann gehe ich hoch und kläre das um. Okay, hör mir zu. Das Ding ist, hier gibt es kein Indoor-Security, hier gibt es kein Outdoor-Security, hier ist nur Security. Das heißt, ihr arbeitet da, wo ich euch einteile. Wenn ich zu Lutzek sage, Lutzek, ich brauche dich jetzt an der Front, dann bist du draußen. Wenn ich sage, Lutzek, ich brauche dich bei den Frauen drin, dann bist du drin. Wenn ich sage, ey Lutzek, Olaf hat einen wichtigen Termin, ich brauche dich an der Tür vor Olafs Büro, dann bist du an Olafs Büro. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, natürlich. Und so läuft das hier. Ganz einfache Geschichte. Ich habe dich schon ein bisschen kennengelernt, Junge. Ich habe auch schon gemerkt, dass du ein bisschen was drauf hast. Und du bist ein Korrekter. Die Polen sind meistens eigentlich immer korrekt. Außer wenn sie dein Auto haben wollen. Das ist eine andere Geschichte. Deins habe ich schon. Aber an sich bist du mir ein Sympathischer. Nur ich kann nicht nur durch Sympathie bewerten. Ich muss auch bewerten, wie du bist. Und ich glaube, du würdest uns auf jeden Fall, also mein Team hier auf jeden Fall bereichern. Dann bis gleich. Wunderbar. Gib mal deine Nummer. Du hast doch meine Nummer, oder nicht? Weiß ich nicht. Also ich habe deine Nummer, Kurwa. Ja, dann schreib mal Kurwa, SMS-Kurwa, Jebana. Warte. Du ja, Zetki, ich hab polnische Betriebssystem, das dauert immer ein bisschen länger. Kalle, Kurwa, da, bitteschön. So, der Damm, Kalle, du alter Pfeife. Ja, was denkst du denn? So, der alte Nackenspoiler, Kalle, das speichere ich ein, okay. Wenn du mich Nackenspoiler einspeicherst, Junge, hast du keinen Kopf mehr, Junge, das glaub mir mal. Karlischen, alter, ich mach nachher schöne Wirbelsäule-Massage, mein Freund. Ja, das hoffe ich auch für dich, Junge. Okay. Hier steht so ein Typ vor dem Büro, der sieht aus wie Steffi mit kurzen Haaren. Ist das richtig? Ja, genau. Bitte einmal Steffi mit kurzen Haaren, aka Rudi Rüssel, bitte einstellen. Danke. Hast du schon Erfahrung an der Tür? Ja, ich hatte vor 4 Monaten auch mal in der Zukunft vor der Tür gearbeitet und ich kenne mich da eigentlich aus, wenn man mir sagt, was ich machen soll, wen ich reinlassen soll, da folge ich der Anweisung. Okay. Was machst du, kleiner Motherfucker, wenn ich dir jetzt eine Waffe an den Kopf halte? Das ist nicht gut. Ja, was machst du, Junge? Was machst du? Wir sagen, das ist auch. Was würde ich dir jetzt sagen, Junge? Gib mir das Geld aus dem Safe. Komm mal kurz da. Na, da komme ich nicht dran an den Safe. Ich habe gerade ein Werbungsgespräch mit einem PC. Willst du mich verarschen? Aber ich würde dir geben, was du brauchst. Das war jetzt deine Antwort. Na, was soll ich denn das antworten? Das war jetzt deine Antwort darauf, wenn dir jemand eine Waffe an den Kopf fällt. Ja, nee, das. Nee, das will ich nicht. Ja, siehst du, die Arbeit an der Tür erfordert dringende Maßnahmen. Du musst. Ja, du musst flexibel sein, Junge. Du musst direkt entscheiden können, situativ. Weil so wie das jetzt gerade plötzlich aus mir rauskam, so kommt es auch plötzlich aus den Jungs raus, die vor der Tür Stress machen. Du bewirbst dich nicht hier für eine Putzstelle. Aber spätestens jetzt rechne ich damit, weil du jetzt genau sowas gemacht hast, weißt du? Und jetzt wird mir so viel Fehler schon mal nicht mehr passieren. Jeder lernt ja mal dazu. Richtig, richtig. Wunderbar, dann gebe ich dir die Chance. Wir werden dich erstmal für drinnen einsetzen. Dass du so ein bisschen das Gefühl auch dafür kriegst. Und dann dich nach und nach auch mit nach draußen nehmen, weil draußen ist ein bisschen härter als hier drin.
Ich habe Bitcoin gesagt, er soll 10 Wasserpistolen mitbringen. Kalle, oh. wenn die mit Wasserpistolen kommen, 2 Stück sind für meine linke und die rechte Hand. Ja. Yeah. Die anderen 8 kannst du an der Tür verteilen. Ja, yeah. Okay. Geil, Alter. Aber, Kalle. Bist du sicher, Olaf? Ja, ich bin mir sicher, Kalle. Also ich würde sagen, lieber, weißt du, wenn der Laden... Nee, warte. Wenn deine Leute die Pistolen verlieren durch Zivilistenaktionen, dann musst du die ficken. Ja, die werden dann auch gefickt, dann sind sie auch kein Teil mehr von uns. Also ich würde doch behaupten, dass einfach die im Umkehrschluss, wenn die, der Dienst vorbei ist, genau, die Öffnung, müssen normal. Die auch wieder einlagern. Und wenn der Dienst anfängt, fangen die auch wieder an. Finde ich auch gut, ja. Wir haben noch hinten eine Lagerkammer, da können wir die da einlagern. Genau, die müssen wir wieder einlagern. Genau so. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch nachher in die Stadt und vielleicht 1 oder 2 Frauen finden. Apropos Frauen, haben wir genug Frauen für heute Abend? Nein, weil Steffi, wenn die Steffi nicht da ist. Ja. Also ich habe ihr geschrieben, ich hab allen erstmal geschrieben. Ja, warte mal, hast du die Nummer von Peggy? Ich habe sie nicht. Mit der habe ich auch geschrieben. Peggy, ich habe gesagt, Katharina, ruf die gleich nochmal an. Ja, genau. Peggy, die Katharina. Okay. Also, kann er kurz aufzählen. Stella, ja. Amber. Katharina. Stella ist da. Katharina ist da. Die Mai. Nee, wer war Mia, das? Aber die, das ist Mia, Mia, genau. Die verzögert sich. Mhm. So. Also haben wir Peggy, haben wir Stella, haben wir. Katharina haben wir. Die Lara? Und die Lara müssten wir auch haben, die ist auch da. Ja, die ist da. So. Dann sind wir 5 nur. Maya habe ich geschrieben, Olga habe ich geschrieben, Steffi habe ich geschrieben, Sibylle habe ich geschrieben, Margret habe ich geschrieben und Foxy habe ich auch geschrieben, aber noch keine Rückmeldung halt. Foxy, genau, die war noch, stimmt. Ja, ich habe allen geschrieben, die sollen sich dann hoffentlich, melden die sich zurück. Und jetzt haben wir aktuell auf jeden Fall zu wenig Tänzer. Ja, Tänzerinnen. Tänzer haben wir genug, Alter. Ich rufe noch kurz. Ich habe die Vermutung, so, das wird sich ja hier schnell rumsprechen, dass wir heute aufmachen. Ja. Opening, der Club ist neu, die Leute wollen sehen, was sie da bekommen. Mhm. Und ich glaube, da wird vielleicht die ein oder andere Person, die wir vorhin besprochen haben, die wird vielleicht versuchen, das Ganze zu sabotieren. Deshalb müssen wir uns auf jeden Fall einen Schlachtplan überlegen, wie wir das Ganze hier wirklich schützen, dass die Veranstaltung heute glatt über die Bühne geht. Ich sag dir ehrlich, wenn er das heute probiert und er verkackt es uns, ich jag den jeden Tag. Er hat mich gerade angerufen. Er hat gesagt, ich muss mit ihm reden. Na, guck mal einer an. Na, und halt, Hamza wollte mich auch, glaube ich, soll ich mit ihm reden? Du musst mit ihm reden. Du musst mit ihm reden, oder was? Pass mal auf, ich will ihn nicht verlieren, Alter. Das ist heute der erste Tag. Ich trau dem alle zu. Also, ich sag euch so, wie es ist. Ja. Wir haben heute ein sehr positives Ereignis vor uns, richtig? Ja. Ja. Definitiv, Dickerchen. Und sollte Marcel heute versuchen, uns hier zu sabotieren oder uns mit ein paar Zivilisten versuchen zu stürmen oder anzugreifen, dann weiß ich, was ich menschlich von ihm halten kann. Heute ist unsere Eröffnung, okay? Mhm. Das ist ein sehr wichtiges Event für Gesamt Dortmund, wenn ihr versteht, was ich meine. Gesamt Dortmund hat darunter gelitten, dass der Club jetzt so steht, wie er jetzt da steht. Mhm. Und wenn jemand an dem Tag nur Liebe in der Stadt sein sollte und alle gute Laune haben, für Kopfschmerzen sorgt, dann ist es so, wie es ist. Aber ich werde heute ich habe nicht vor, heute mich mit Negativität zu befassen, sondern ich möchte heute einfach positive Energie in mir haben und an die Stadt Dortmund verbreiten. Ich auch. Richtig, ja. Message, mein bester Chef. Yeah. Ja. Erstmal für die Neuen, herzlich willkommen. Wir haben heute Grand Opening. Bedeutet für euch allerhöchste Sicherheitsstufe. Ne? Es gibt natürlich auch leider in dieser Stadt auch Leute, die uns dieses Grand Opening nicht gönnen. Dementsprechend Augen aufhalten. Wir werden jetzt gleich erstmal eine kleine Einteilung machen. Ich werde einteilen, wer hier wo heute Abend steht. Und diese Position behaltet ihr auch erstmal inne, bis ich euch was anderes sage. Soweit ich weiß, wollen wir 21 Uhr öffnen. Das war jetzt der letzte Stand. Die Leute, die die Location noch nicht gesehen haben, richtig, können jetzt mit Scotty einmal hier durch den Club gehen. Jawohl. Und die anderen können sich schon mal ein bisschen fit halten, ein bisschen warm machen.